Nach jahrelangen Problemen mit überfüllten Gefängnissen sitzen in Deutschland immer weniger Menschen hinter Gittern. Die Zahl der Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2007 saßen laut Statistischen Bundesamtes noch 64.700 Personen im Knast. Seitdem werden die Gefängnisse immer leerer. 2012 befanden sich nur noch 58.000 Verurteilte im offenen und geschlossenen Vollzug. Ein Rückgang von mehr als 10%. Experten erklären sich die sinkende Zahl der Häftlinge mit der rückläufigen Kriminalität und der alternden Gesellschaft. Der typische deutsche Zellenbewohner ist nach den Statistiken aus dem Jahr 2012 überwiegend männlich und verbringt eine eher kurze Zeit hinter Gittern. Die Mehrheit der Strafgefangenen sitzt weniger als 2 Jahre. Insgesamt 2031 Insassen verbüßen eine lebenslange Haftstrafe. Rund ein Fünftel der Strafgefangenen ist unter 25 Jahre alt.